Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zurück. Ja, zu Let's Play Far Cry 4 natürlich. Und was ist denn hier los eigentlich? Ja, guck mal, da oben hängt so ein Propaganda-Ding. Hier gibt es ein Auto und Kisten. Eher nach einem Bär als nach einem Adler. Oder? Das war doch ein Bär, das ist ein Bär, ein Adler. Erzähl doch keine Scheiße da draußen. Kiste, Kiste, Kiste. Sieht aus wie ein Knast. Sieht doch aus wie ein Knast hier. Ich sehe immer noch keine Kisten. Ah, guck mal hier. Ich sehe immer noch keine Kisten. Hey, hier, hä? Was soll an dem Bogen? Wir haben ja den Bogen mitgenommen anstatt dem. Da müssen wir, glaube ich, jetzt mal hingucken, was das noch für zwei Typen sind. Wenn wir die nämlich jetzt von hier erschießen, bin ich mir nicht sicher, ob es nicht Zivilisten sind. Zivilisten erschießt man ja nicht, wie wir alle wissen. Aber ich finde hier auch keine Kiste. Nee, das wird so blöd. Seht ihr? Kämpfen zwei Bären. Ach so. Ihr seid gar keine Geiseln. Ihr seid ja gar keine Geiseln. So. Naja. Also keine Geiseln. Fahren wir mal zum goldenen Pfad. So. Sabal ist jetzt wurscht. Fahren zum goldenen Pfad. Ich habe nämlich gelesen, dass wenn wir Yuma töten, quasi die nächste in der Reihe, dann kriegen wir die restlichen Waffen. Das wäre doch was. Also müssen wir Lo ausziehen und Yuma töten quasi. Ja, wir hätten Hinterhalt. Ihr seid gegen mein Auto geknallt. Das war ein schöner Sprung, glaube ich. So. Wie viele Außenposten haben wir eigentlich noch? Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, es sind auch nicht mehr so viele. Aber wie kommen wir denn da hin? Also das müssten wir ganz außen rumfahren. Aber der will dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück, ne? Die müssen wir nämlich auch noch machen. Hier sind Zelte. Interessant. Zelte, Zelte, Zelte. Kampfrebellen. Alter.
Vertreiber. Was ist denn hier los? Kommen ja immer mehr raus aus der Höhle. Oh, jetzt nicht mehr. Aber ich würde gerne mal wissen, was in der Höhle ist. Wenn wir schon mal hier sind, das steht auf dem Zettel. Giftmühle. Aha. Sag ich doch. Das letzte Mal war bestimmt auch schon eine Giftmühlehöhle. Mit den ganzen Fässern. Aber da geht es nicht zu diesem Loch rum, wo wir von der anderen Seite her kamen. Puh, das hätte uns fast das Leben gekostet. Sprengstoff. Kiste. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich wollte rüberspringen und dann gleichzeitig den Haken auswerfen, aber ich konnte ihn gar nicht sehen. Naja, probieren wir es nochmal mit. Wir gelangen zum goldenen Pfad. Wer hat die Propaganda abgeschaltet? Ich. Ich war's. Probieren wir es nochmal mit. Wir kommen zum goldenen Pfad. Nicht hoch. Ich glaube, ich fahre einfach mal auf der anderen Seite um den Berg um. Ah, hier ist doch ein Weg. Den nehmen wir. Da ist ein Gyrokopter, das macht es dann noch einfacher. Kommt, da lassen wir uns nicht lumpen. Schauen wir mal, was die wollen. Muss ja auch mal weitergehen hier. Wo, in dem Zelt? Ist doch sonst immer Yuppie und Yummis Aufgabe. So, zack. Und zack. Ja dann, schauen wir mal. Bestimmt die Amita. Da sitzt der Bal und da sitzt der Mieter. AJ, gerade rechtzeitig. Pagans Sendung fängt an. Worum geht es? Keine Ahnung, Bruder. Aber gleich werden wir es wissen. Pagans Sendung, aha. Ich höre gar nichts. Ist es Absicht? Ich will auch gerne wissen, was er erzählt. Hallo. Lagerbier. Da drüben in der Ecke. Ich würde gerne mit dem Finger drauf zeigen. Ich wollte eben schon mit dem Finger drauf zeigen, aber das seht ihr ja nicht. Oben auf dem Fernseher steht auch eins.
Was? Das ist ja super. Ich glaube, wir sollten ihn eigentlich hören, aber können ihn gar nicht hören. Das ist verwirrend. Dabei würde ich so gern wissen, was er erzählt. Erzählt bestimmt irgendwas über den goldenen Pfad und wir schützen Gyrat vor dem goldenen Pfad. Terroristen, wenn wir alle töten. So. Goldener Pfad. Ich würde so gerne wissen, was er erzählt. Erzähl uns was, Bagan. Jetzt geht er wieder. Erzählt ihr mir jetzt, was passiert ist? Wir hören ihn. Klingt nach einer Herausforderung. Was? Klingt nach einer. Emin, du weißt Bescheid. Die Minen? Ich weiß Bescheid. Die Minen, ich weiß Bescheid. Erreiche die aufgegebenen Goldminen. Ich weiß gar nichts mehr. Warum haben wir den denn nicht gehört, den Bagan? Ich verbringe erstaunlich viel Zeit damit, mich für Yumas ersten Eindruck zu entschuldigen. Sie hat ein besonderes Talent dafür, jedes Kennenlernen zu versauen. Es wäre schön, wenn ihr beide euch unter besseren Umständen treffen könntet. Sie war tatsächlich die treibende Kraft hinter vielen meiner Erfolge. Sie schließt Abkommen mit meinen Käufern weltweit, passt auf Nur und Pleur auf und führt nebenbei noch meine Armee. Naja, bis sie anfing, sich für den kyratischen Aberglauben zu interessieren. Sie glaubt, ich wüsste nichts von den Expeditionen, die sie in die Berge schickt, um magische Gemälde oder sonst was zu finden. Ich bin ganz aufgeschlossen, was verschmerzbare Verluste zugunsten der Arbeitsmoral angeht, aber es kann nur eine bestimmte Zahl von Stiften gestohlen werden, bevor man jemandem die Hand abhacken muss. Okay, Pagan. Scheint so, als wäre er mit Yuma doch auch nicht ganz so glücklich mehr. Also, ne, die scheint. Verdammt, schade. Ich wollte nicht die Rotorblätter jagen. Ne, also ich meine, die scheint gute Arbeit gemacht zu haben und das hat ihn auch echt gefreut und so, aber ich glaube, irgendwann ist gut. Aber du kannst nicht höher fliegen, ja? Macht nichts, dann landen wir hier. Dann landen wir einfach hier. Hier werden wir nämlich auch hochgeklettert. Oh, Freunde, ich muss niesen. Achtung! Das war ein großer Nieser. Ah, ich habe schnell das Mikro gemutet. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Mein Hutschi. Aha. Ja, hier gehen sie los, die Golfmine. Ich hätte mir anstatt dem Bogen noch was anderes mitnehmen. Ah, da war doch der Käufer, verdammt. Suche nach Yuma. Seht ihr? Hätten doch was anderes mitnehmen sollen. Steht da wer? Kann doch überhaupt keiner stehen. Auf unserer Karte steht doch da wer. Geo Savrigia Mine. Zettel. Bla bla bla. Sicherheitsprodukt. Ja, Sie können natürlich gerne Pause machen. Ich mag es jetzt nicht lesen. Ich bin gerade in Spannung.
Expeditionsbericht, Generalin Yuma. Leutnant. Koordinaten, keine Spur, Shangri-La. Ah ja, die suchen auch nach den Shangri-Las. Hilft ihnen doch aber nichts, die haben doch alle Bier. Sir Nigel. Aha, Vision Lüni. Da müssen wir ja quasi hier durch. Kohle. Wie kommt eigentlich diese Kohle hier in den Berg? Ne, also ich meine, die haben das ja offensichtlich gerade erst wieder freigelegt nach geraumer Zeit. Und wie kommen dann die Kohle hier rein? Oder gibt's Gyrats? Diese Gyratis schon so lange die Währung, dass die einfach hier schon hunderte Jahre liegen kann und die haben ihr Geld nie verändert. Die Sangrit-Schriftrollen. Der einzige Mensch, den ich in diesem Drecksdorf von einem Land auftreiben konnte, der Sangrit übersetzen kann, und der Bleur bringt ihn mir halb tot. Er konnte nur Bruchstücke aus der Schrift von der letzten Expedition übersetzen, bevor er verblutete. Dämonen griffen Shangri-La an. Sie waren nicht von dieser Welt, nicht bei klarem Verstand. Jemand wollte Shangri-La für sich selbst. Für diese Dämonen, die Beschützer des Rakasha, war dies die Stimme Kalingas. Aber das ist der, mit dem wir unterwegs waren. Oh, da gibt's so eine Droge, die kann man einmal ins Gesicht pusten. Da rastet man end aus. Verliert den Verstand, den freien Willen. Du bist jetzt in meinem Shangri-La. Okay. Na, die Shangri-Las haben wir doch schon. Da haben wir doch schon Erfahrung. Erbärmlich. Pagan schickt einen Knaben, um mich zu töten? Nach allem, was ich für ihn getan habe. Vor deiner Hure von Mutter kam, war er furchtlos. Niemand konnte es mit ihm aufnehmen. Ah, ja. Deine Mutter. Scheint, als töten wir Yuma schneller als erwartet. Lieber der AJ. Sicherheitsprotokolle? Eine Probe unseres Wahrheitssprühgiftes. Wir hätten eine neue Gattung des Kyrat-Raupenpilz entdeckt. Mom? Deckt dich sich in der ersten Test als so potent erwiesen, oder? Ah ja. Der Edge ist ganz schön oft darauf, seit er ein Kyrat ist, habe ich so das Gefühl. Wir haben keine Nahkampfwaffe. Amita treibt Kinder zusammen? Ganz schön, ey. Sie hat ihn schwach gemacht. Sie hat ihn in diese leere Hülle von einem Mann verwandelt. Er hörte auf, ein König zu sein. Er war gebrochen. Schwach. Klingt, als wäre Yuma ganz schön verliebt in Pagan. Der Blutfluss. Gespannt, was uns hier noch so erwartet. Die Stimmen überall. Das ist aber nicht nett, Amita. Ich wusste, man hätte der nicht trauen sollen. Aber naja, es war irgendwie abzusehen.
Was? Das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist ja wohl eine Frechheit. Wo ist mein Fünf-Pfeilbogen? Normale Gegner im Shangri-La. Jetzt war ich gerade perplex. Was ist denn mit meinem schönen Bogen passiert? Wir haben den scheiß Dämon schon getötet. Zerstöre das Tor. Ah, die Zeit verlangsamen kann er immer noch. Aber sie verschwinden auch wie die Dämonen. Das ist ja verrückt. Pfeil zerstört. Tor. Ich hätte gerne meine fünf Pfeile wieder. Das finde ich echt nicht nett. Da habe ich echt lange für gekämpft. Jetzt kriegen wir sie einfach so weggenommen. Eigentlich müssten wir voll der Überbro sein, voll der Herrscher hier, weil wir Shangri-La befreit haben. Müssen wir voll der Überherrscher-Bro sein. Ich hab mir was vorgemacht. Ich dachte, er fängt sich wieder. Muss ich wieder fangen. Aber nein. Gebrochen. Gebrochen. Er bleibt schwach. Nur mich wird Pagan zurecht. Und auch dieses Land nicht. Und du, du brichst mich erst recht nicht. Oh, oh. Yuma scheint von dieser ganzen Nummer gar nicht so erfreut zu sein. Ah! Meine Fresse, das ging ja gerade nochmal gut. Also Yuma scheint echt nicht erfreut zu sein von dieser Nummer hier. Und auch von Pagans Wandlung nach dem Zusammentreffen mit unserer Mutter scheint sie nicht sehr überzeugt zu sein. Sieht mir fast so aus, als würde Yuma eine Revolte starten wollen. Ja, ja, so schnell geht's nämlich dann. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Ist da rüber irgendwo? Aber wo sollen wir denn jetzt landen? Oh, da. Das war zu hoch. Wir haben auch noch unsere ganz normalen Klamotten an in ihrem Shangri-La. Gar keine bemalten. Gar keine bemalten Sachen. Aua, was? Ich habe gar nichts gemacht.
ist ja wohl eine Frechheit. Okay, nochmal. Also, wir schwingen einfach weiter. Nimm den da, schwing weiter, nimm den da. Schwing weiter, nimm den da. Nimm den da. Okay. Oh Mann, die Amita. Die Amita. Da ist sie wohl der Macht verfallen. Und spielt die harte Diktatorin. Hey Yuma, es geht. Du hast mich. Du hast keine Hose an? Was zum Teufel? Lassen wir die Spielchen. Das fragst du dich auch echt oft, oder? Shogua. Was? Was? Etje, du nimmst so viel... Wir wissen beide, was du willst. Die Bumsen? Etje, du nimmst so viel Drogen. Das muss ich jetzt mal klar sagen. Kein Spielzeug im Bett. Ja? Oha. Zeit zu sterben, AJ Gale. Zeit, das zu tun, was Pagan nie selbst tun würde. Zeit, dich zu töten und zur Asche deiner Mutter den Schweinen zu geben. Kalinak? Kalinak war der, der uns geführt hat. Das war der, der uns zu Shangri-La geführt hat. Werden wir jetzt wohl noch ein paar Mal machen müssen, das Spiel, nehme ich an. Oh oh. Nein! Er hat unseren Tiger gegen uns aufgebracht. Unseren schönen Traumtiger. Unseren schönen Traumtiger hat er gegen uns aufgebracht. Du Schwein! Das war unser Tiger. Pech, wenn du dich mit uns anlegst. Du hast doch gesehen, dass wir Shangri-La schon ausgelöscht haben. Wir sehen auch keine Heilungsdings. Das heißt, wir müssen immer mal so prophylaktisch, wenn wir das Gefühl haben, oh oh. Das könnte es dann aber knapp werden. Sollten wir heilen. Wer schießt... Ah, da ist er doch.
Hat er sich schon wieder verpisst. Da ist er doch. Komm her. Schon wieder. Oh, das rastet AJ aber ganz schön aus. Echt? Versuchst du ihm die Arme abzuschlagen? Nachdem Yuma uns den Kopf geschossen hat? Was? Oh, das ist bestimmt Yuma. Das ist auch dieser Stein. Sie hat uns Drogen gegeben. Und jetzt waren wir die ganze Zeit hier drinnen. Namita, Yuma ist tot. Das Ende der Dämonen von Durgesh. Keine Sorge, AJ. Pagan ist der Nächste. Ja. Ja, wir können nämlich jetzt das hier machen, unser sechstes Gesundheitsfeld holen, wo wir doch schon sechs heilen können. Hier noch jeweils eins dazu. So. Überlegene Kondition haben wir jetzt. Sechs Gesundheitsfelder. Ah, neue und schlagkräftige Waffen stehen am Handelsposten zur Verfügung. Das ist. Hier sind überall Typen. Achso, das waren natürlich die ganzen Typen, die wir jetzt da umgelegt haben in unserem. Rausch! Drogenrausch! Gehen wir mal schnell zum Handelsposten, würde ich sagen. Ja, jetzt nimmt Spitz, hat sich die Sache doch schnell zugespitzt. Würde ich sagen. Oder? Also ich meine, das ist... That's escalated quickly. Alter, was ist denn hier los? Meine Fresse. Ich hatte mir in Erinnerung, ist das... Ach, kann ich. Aua! Meine Fresse, was ist denn mit euch los? Was ist denn mit euch nur los? Rastet ihr hier direkt so aus? Wir müssen doch nur an einen Außenposten uns Geld sichern. Ach, hier wieder. Hier wollte ich eigentlich runterspringen. Nee. Hier. So. Die goldene Pfadmission ist... Das heißt, wir müssen doch auch jetzt Yumas Festung erstmal einnehmen, wenn Yuma tot ist. Warum ist Yuma tot, bevor wir die Festung eingenommen haben? Das missfällt mir, muss ich zugeben. Fliegt mal hier durch. Hoffentlich geht's.
Auto. Ja. Du bist ja nicht sonderlich hoch über dich geflogen, mein Freund. Hi. Gut, dass man sich mit dem Gewehr keine Gedanken darüber machen muss, wo man landet. Oh oh. Das ging ja flott. Aber ich bin so gespannt, was wir für neue Waffen haben. Hier, die Jungs haben nämlich auch schon die großen Bummen dabei. Das wollte ich nicht. Was ist denn da noch überhaupt? Hier waren auch noch zwei. Und hier? Hier? Weiß nicht. Navi-Nachbau. So. Ist ja wurscht, wir müssen weiter. Könnten wir schnell reisen, hä? Hat aber einer mit einem Flammenwerfer, der hat sich rangepirscht. Aber wir können das auch ein bisschen beschleunigen hier. Glaube ich, ist auch nicht so schlimm. Zack. Dann schauen wir uns mal die neuen Wummen an. Vielleicht machen wir damit mal schnell einen Außenposten, aber heute nicht mehr. Machen wir die nächste Folge. Schauen Sie uns jetzt noch schnell an. Und dann... Ah, AS-52. Aha. 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 Schon wieder eine Million einstecken. Wir sind voll der reiche Typ. 3, 4 Spritzen. So, Waffen. Da haben wir schon. A2 Seitenwaffen haben wir zuerst. Ah, eine A99 und eine Desert Eagle. Eine Tech 10 ist es. Die A99. Die kaufen wir mal. Dann müssten wir ja jetzt alle Waffen haben, quasi. Die würde ich mal schauen gerne, was sie so. Für erweitertes Magazin und Nachtsicht optisch und Rotpunktvisier, Alter. Jawohl. Die tun wir mal in gut. Machen wir mal jetzt hier so ein bisschen. Probieren wir mal die neuen Women aus. Die brauchen wir nicht ausprobieren, weil die hatten wir schon mal. Und zwar da. So, Waffen. Ah. Auch nett aus. Tun wir mal dahin. Erweitertes Magazin und Scharfschützen. Oh, optisch. Oh, ein optisches Visier drauf. Wieder dahin. Sehr schön. Was haben wir noch? Das kennen wir jetzt auch schon. Das Tumout A hin. Was auch immer das für ein Teil ist. Erweitertes Magazin.
Leiter des Scharfschützen und ein Schalldämpfer. Sieht aus wie fast eine Scharfschützenwaffe. Das wäre ja abgefahren. Die laden wir uns nicht ein, aber die kaufen wir uns natürlich auch, weil die brauchen wir ja. Aber die haben wir ja schon. Das heißt, wir müssten aber jetzt die zwei noch Waffen nehmen wir da jetzt noch mit. Zur Sicherheit ein Maschinengewehr. Oh, wir haben gar nichts dabei, womit man was sprengen könnte. Also sollten wir lieber Waffen. Machen wir lieber was dran. Machen wir lieber den hier. Dann nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Okay, dann müssten wir ja jetzt, wenn wir hier auf Fortschritt gehen. Zwei Waffen fehlen uns im. Ah, ja, logisch, klar. Ja, geil, dann haben wir alle. Bla, bla, bla. Ja, geilo, dann haben wir alle. Schauen wir uns das noch schnell an, dann machen wir ein Folgebäuschen und beim nächsten Mal erlegen wir damit irgendwas. Ich nehme mal an. Jumas. Jawoll. Ich nehme mal an, Jumas. Gut, Alter, wie geil ist das denn? Und der hier? Und den kennen wir schon. Ja, geilo. Das gefällt mir echt gut. Dann könnten wir hier den goldenen Pfad machen. Oder wir machen erst Jumas Castle. Ich denke, wir machen Jumas Castle zuerst. Vielleicht machen wir hier so eine Runde. Die Außenposten, Außenposten, Jumas Castle. Oder erst Jumas Castle. Vielleicht würde ich für Jumas Castle doch noch ein bisschen andere Waffen. Hätte ich gerne Maschinen geben. Wir machen erstmal so einen Außenposten. Und schauen mal, was hier so geht. Und dann wechseln wir vielleicht nochmal unsere Knarren. Und machen dann vielleicht Jumas Castle. Aber in der nächsten Folge, Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Oh, oh. Ja. Genau, Freunde. So sieht's nämlich aus. Wir machen das beim nächsten Mal, ne? Also, ciao, Leute. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüssi.